Wir feiern diesen 1. Mai auch in einer Zeit, wo wir die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Der Ausgangspunkt waren Immobilienspekulationen in den Vereinigten Staaten, die sich zu einer internationalen Finanzkrise ausgeweitet haben und die letztendlich die gesamte Wirtschaft weltweit erfasst hat. Und in Wahrheit ist es der Bankrott und der Niedergang eines Finanz- und Wirtschaftsmodells, das aufgebaut ist auf Casino-Kapitalismus, auf Spekulation, auf die hemmungslose Gier von Finanzmanagern, auf den Irrtum eines Wirtschaftsmodells, was meint, Marktfundamentalismus ist das einzig Wahre, und was aufgebaut war auf der politischen Fehleinschätzung, dass Deregulierung, Privatisierung, Zurückdrängen des Sozialstaates, Sozialdumping, Steuerdumping, Lohndumping ein Erfolgsmodell ist. Und ich glaube, wir sollten vom 1. Mai ausgehend hier diesem Modell ganz klar sagen, es hat bankrott gemacht. Es gehört weg, dieses Modell. Oberstes Ziel ist, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Arbeitslosigkeit zu bekämpfen ist das, was unsere Verpflichtung ist in dieser Situation. Und unser zweites Ziel heißt, die soziale Sicherheit muss geschützt werden. Es kann nicht sein, wenn gierige Manager so eine Katastrophe verursachen, dass die Sozialsysteme in diesem Land dadurch unter die Räder kommen. Und das Dritte ist, dass diese Krise eindeutig politische Konsequenzen haben muss, damit diese Wirtschaftskrise nicht zur sozialen Krise wird. Lasst mich sagen, an die Adresse der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Kurzarbeit ist kein Allheilmittel. Und Kurzarbeit ist etwas, was den Menschen auch Einkommensverluste beschert. Aber es ist wenigstens fair aufgeteilt. Es tragen die Arbeitnehmer ihren Teil dazu bei, es tragt die öffentliche Hand einen Teil dazu bei und es tragt das Unternehmen einen Teil dazu bei. Und was wir feststellen ist, dass zwar Sozialpartnerschaft immer beschwört wird und wir bekennen uns als ÖGB zur Sozialpartnerschaft, aber die muss man dann auch in den Betrieben leben. Und es ist keine Lösung, wenn statt Kurzarbeit Menschen zu Lohnverzicht gedrängt werden, wenn wir Null- und Runden-Forderungen am Tisch haben und wenn die Unternehmen ausweichen in Aussetzverträge, wo sie die Last nur auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf die öffentliche Hand abwälzen. Das ist nicht die Sozialpartnerschaft auf Betriebsebene, die wir uns erwarten. Wir erwarten hier eine Kurskorrektur von den Arbeitgebern. Lasst mich auch an dieser Stelle sagen, was mir besonders am Herzen liegt, die Jugend. Wir erwarten uns, dass nicht nur die Programme der öffentlichen Hand greifen, indem überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen aufgestockt werden, indem noch mehr Geldmittel für die Jugend zur Verfügung stehen. Wir erwarten uns auch, dass die Unternehmen ihrer Pflicht nachkommen und Lehrlinge einstellen, auch wenn es wirtschaftlich schwierig ist. Wir erwarten uns, dass sie nicht darauf verzichten, erste Jahrgänge in diesem Jahr einzustellen. Wir erwarten uns, dass sie dieselbe Anzahl Lehrlinge mindestens einstellen wie vergangenes Jahr. Das sind auch Sie, den Facharbeiterinnen und Facharbeitern und vor allem den jungen Menschen in diesem Land schuldig. Das erwarten wir, wenn es um eine funktionierende Sozialpartnerschaft geht. Wir erwarten uns auch, dass die sozialen Sicherungssysteme auch in schwieriger Zeit finanzierbar bleiben. Und dass wir nicht eine Diskussion haben, dass auf einmal wieder Krankenversicherung, Pensionsversicherung, wenn die Einnahmen zurückgehen, mit dem Defizit hinaufgehen und wir dann die Diskussion haben, das können wir uns nicht leisten, wir brauchen wieder Sparpakete in diesem sozialen Bereich der Gesundheit. Und wenn wir noch bei der Konsequenz sind, es kann, und es wird der Tag kommen, wo diese Krise vorbei ist, es kann nicht so weitergehen wie vorher. Wir brauchen Konsequenzen im Finanzsystem und das heißt Transparenz in den Finanzmärkten, strengere Regeln, wirkungsvollere Kontrollen und spürbarere Sanktionen. Wenn der Tag kommt, wo es wieder darum geht, dass das Defizit abgebaut gehört, und der Tag kommt, wo es darum geht, die Staatsschulden wieder zu reduzieren,
dann wird die Diskussion kommen, wie wir das machen. Und das sage ich jetzt schon. Mit uns, mit dem ÖGB, wird es mit Sozialabbau nicht gehen. Es wird nicht gehen, wenn man es auf Kosten des Gesundheitssystems macht. Es wird nicht gehen, wenn man es auf Kosten der Pensionen macht. Und es wird nicht gehen, wenn man es auf Kosten der Bildung macht und auf Kosten der Sozialschwachen in dem Land. Wir erwarten uns in diesem Zusammenhang auch eine faire und seriöse Diskussion über vermögensbezogene Steuern. Und es ist eine soziale Schieflage, die dieses Steuersystem hat. Wenn 2/3 aus Lohnsteuern Umsatzsteuer kommen, dann sind es wir, die zu 2/3 diesen Staat finanzieren. Wenn Österreich Schlusslicht ist in der Vermögensbesteuerung, dann ist es die Politik von Schwarz-Blau der letzten Jahre. Und die gehört korrigiert. Und wenn es möglich ist, dass man 600 Millionen durch Aktienverkauf verdient und keinen Cent Steuer zahlt, während von unseren Sparbüchern, wo die Notgroschen liegen, jeder Euro an Zinsertrag mit 25% besteuert ist und der Eingangssteuersatz nur 36% beträgt, dann gehört dieses System geändert. Wir brauchen ein gerechtes Steuersystem.